Weiterkommen führt Krieg, die europäische Invasion. Diese Route führt nicht in die öden Weiten Lapplands. Es ist vielmehr eine Passstraße, die zwar durch eine karge Gegend führt, jedoch zwei reizvolle Regionen verbindet, Savoyen und das Piemont. Durch den Gang nach Canossa ging sie in die Geschichtsbücher ein. Früher gefährlich ist die Fahrt über den Pass heute eher unspektakulär, aber trotzdem.